Die öffentliche Aufklärung. Weiterhin ausbaufähig. Kannst du das noch etwas ausführlicher darstellen? Die öffentliche Aufklärung ist besser geworden. Nach meiner Beobachtung geht die Generation der jungen Menschen eindeutig offener mit der Erkrankung um, während die Älteren tendenziell eher bei den alten falschen Ansichten bleiben. Die Aufklärung ist aber nach wie vor sehr, sehr stark ausbaufähig. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und ja, ich wirke daran gerne mit. Was sind die drei Hauptursachen für das Stigma? Ja, ein Stigma ernährt sich ja quasi selbst wie ein Perpetuum mobile und das kreiert Schamgefühle und Ängste und die sind das lähmendste und unbeweglichste überhaupt. Und durch das Verstecken wird das Stigma sozusagen am Leben gehalten. Deshalb ist ja umgekehrt die Aufklärung und ein offener Umgang so wichtig. Zweitens, in unserer Leistungsgesellschaft ist es vor allem wichtig, möglichst immer stark zu sein und auch immer geistig gut zu funktionieren und etwas am Kopf zu haben, das macht dich zum Außenseiter. Psychiatrie wird immer noch mit Ballerburg oder Klapse gleichgesetzt und hat ganz, ganz falsche Assoziationen. Mit einer eigenen psychischen Erkrankung aber offen umzugehen, ist daher nicht leicht, weil die Aufklärung so schlecht ist. Dritte Ursache, um geistige Erkrankungen und insbesondere auch um Depressionen ranken sich viele Mythen, Vorurteile und viele Missverständnisse. Irgendwie scheinen die meisten Menschen immer noch zu glauben, Depressionen seien ja gar keine echte Krankheit, sondern eher eine Charakterschwäche oder eine Willensschwäche. Ja. Ansonsten muss man aber natürlich auch sagen, dass Depressionen für Nicht-Betroffene eindeutig und überaus schwer nachzuvollziehen sind, weil bzw. wenn man keine eigenen Erfahrungen mit ihnen hat.